Das Internet ist voll mit Geschichten von Jugendlichen, die in Kryptowährungen investiert haben und heute Millionäre sind und Lamborghinis fahren. Das Faszinierende daran ist, dass sie dies in weniger als 5 Jahren mit Investments von wenigen tausend Euros geschafft haben. Im Vergleich dazu bietet der Aktienmarkt im besten Fall eine jährliche Rendite von ca. 10% und das über einen Anlagezeitraum von ca. 20 bis 30 Jahren. Während die besten Investoren der Welt wie Peter Lynch oder Warren Buffett jahrzehntelang hart gearbeitet haben, um ihre Investments zu verzehnfachen oder zu verzwanzigfachen, haben das einfache Teenies, die noch zur Schule gehen, in wenigen Jahren geschafft. Ich muss zugeben, da wirkt der Aktienmarkt im Vergleich zu den Kryptowährungen ziemlich unsexy. Und in der Tat kann ich beobachten, dass viele Leute, die Aktien als viel zu riskant gesehen und nie investiert haben, heute mit großer Faszination Kryptowährungen kaufen und auf einmal zu Investmentexperten mutiert sind. Auf der anderen Seite gibt es viele langjährige und erfahrene Investoren am Aktienmarkt, die Kryptowährungen als Scam einschätzen und die Entwicklungen in diesem Bereich vollständig ignorieren. Entsprechend haben diese Leute in den letzten Jahren hohe Renditechancen verpasst. Ich selber investiere seit 9 Jahren in Aktien. Zwar nicht so gut wie Warren Buffett, aber trotzdem ziemlich erfolgreich. Außerdem habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, meine Bachelorarbeit über die Preisbildung am Aktienmarkt geschrieben und eine Weiterbildung zum Certified Financial Modeler an der Börse Frankfurt abgeschlossen. Im Bereich der Kryptowährungen bin ich seit 2 Jahren aktiv. Als erstes habe ich zu dem Thema eine wissenschaftliche Arbeit in meinem Masterstudium verfasst. Anschließend habe ich in 3 Kryptowährungen investiert und eine Rendite von ca. 300% erzielt. Ich habe also in beiden Bereichen Erfahrungen gesammelt, wobei meine Expertise im Aktienbereich natürlich viel größer ist. In diesem Video werde ich Aktien und Kryptowährungen als Investmentalternativen vergleichen. Dabei werde ich auf verschiedene Aspekte wie Gewinnpotenzial, Risiken, Messbarkeit vom intrinsischen Wert und Eignung zur Altersvorsorge eingehen. Am Ende werde ich auf dieser Basis für Kryptoinvestoren Tipps im Aktienbereich geben und für Aktieninvestoren Tipps im Kryptobereich. Egal von welcher Seite du kommst, du wirst auf jeden Fall einen Mehrwert aus diesem Video ziehen. Ich möchte mit dem offensichtlichsten und deswegen auch kürzesten Punkt in diesem Video anfangen, und zwar das Gewinnpotenzial. Hier siehst du den Verlauf von einem Index, der den Kryptomarkt abbildet. Der Index setzt sich aus den 20 Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung zusammen. Diese 20 Kryptowährungen vereinen über 70% der Marktkapitalisierung des Kryptomarktes. Zum Vergleich siehst du hier den Chartverlauf vom DAX und vom MSCI World über die letzten 10 Jahre. Bei einem Kauf am Tiefpunkt und Verkauf am Hochpunkt lieferte der Kryptomarkt eine Rendite von ca. 12.500% und das in ca. 2,5 Jahren. Im Vergleich dazu lieferte der globale Aktienmarkt in ca. 10 Jahren eine Rendite von ungefähr 330%, immerhin eine Vervierfachung. Ich denke, diese beiden Zahlen sagen bereits alles über das Gewinnpotenzial aus. Die Kursverläufe sagen auch sehr viel über den zweiten Punkt aus, und zwar das Risiko. Der Kryptomarkt ist seit Beginn des Jahres 2018 in nur wenigen Monaten mehr als 60% gefallen. Man kann also mit Kryptowährungen in kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen, aber man kann auch sehr viel verlieren, wenn man Pech hat. Dabei sind ICOs, also Initial Coin Offerings, das riskanteste Investment in der Kryptowelt. Ein Initial Coin Offering ist das Äquivalent von einem IPO, also einem Initial Public Offering. Man kann durch ein ICO Kapital für sein Kryptoprojekt einsammeln und vergibt Anteile in Form von sogenannten Tokens, ähnlich wie ein Börsengang. Jedoch gibt es fundamentale Unterschiede zwischen ICOs und IPOs. Ein Börsengang am Aktienmarkt ist stark reguliert und diese Regularien sind dafür da, um die Rechte der Investoren zu schützen. Im Gegensatz dazu ist ein Kryptobörsengang fast vollkommen unreguliert. Bevor ein Unternehmen Aktien ausgeben kann, werden die Zahlen des Unternehmens von Wirtschaftsprüfern und der Börsenaufsicht überprüft. Das Unternehmen muss Informationen über seine Vermögenslage, seine Finanzlage und seine Ertragslage veröffentlichen.
Entsprechend kann jeder aufmerksame Investor einschätzen, worauf er sich einlässt, falls er investieren möchte. Im Gegensatz dazu kann theoretisch jeder ein White Paper erstellen und ein ICO starten. Entsprechend besteht die Gefahr, dass man in Pump-and-Dump-Projekte von irgendwelchen Betrügern investiert. Es gibt keine Gesetze, welche die Rechte von Krypto-Investoren schützen. Es gibt aktuell 1592 Kryptowährungen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden über 90% von diesen Coins innerhalb von 5 Jahren nichts mehr wert sein. Kryptowährungen und insbesondere die Blockchain-Technologie sind zweifelsohne revolutionäre und disruptive Innovationen und die starken Kursgewinne der letzten Jahre reflektieren die Erwartungen der Anleger in Bezug auf das Zukunftspotenzial. Die nächsten großen Kurssprünge am Kryptomarkt hängen vor allem von einer sehr wichtigen Frage ab. Setzen sich Bitcoin und Co. in der realen Welt durch? Wenn ja, sind weitere Renditen in Höhe von 1000 bis 2000% möglich. Das größte Hindernis ist dabei die Gesetzgebung der einzelnen Staaten. Werden die Staaten alternative Währungen zulassen und somit freiwillig die Souveränität über die Geldpolitik aufgeben, wofür aktuell die Zentralbanken zuständig sind? Staatliche Verbote würden die Adaption von Kryptowährungen in der realen Welt verhindern und somit auch die hohen Renditen. Aufgrund der Dezentralisierung könnten Bitcoin und Co. jedoch nicht vollständig verboten werden. Die Kryptowährungen würden in so einem Fall ein Schattendasein in der Kryptowelt und im Darknet führen. Wie das alles ausgehen wird, wird die Zukunft zeigen. Aber werden im schlimmsten Fall alle Kryptowährungen von einem Totalverlust betroffen sein? Mit dieser Frage kommen wir zum dritten Punkt, dem intrinsischen Wert. Es ist unbestritten, dass alle Aktien einen intrinsischen Wert haben, solange das Unternehmen nicht pleite ist. Diesen intrinsischen Wert kann man auf Basis der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage berechnen. Wenn du in eine Aktie von einem Unternehmen investierst, welches eine hohe Eigenkapitalquote, ein solides Geschäftsmodell und einen stabilen Cashflow aufweist, dann kannst du für die nächsten Jahre einen Totalverlust ausschließen. Bei Kryptowährungen ist es mit dem intrinsischen Wert etwas komplizierter. Die Methoden der Aktienbewertung funktionieren hier nicht, weil eine Kryptowährung keine Vermögenswerte, Cashflows oder Einnahmen hat. Die Methoden zur Bewertung von klassischen Währungen sind in diesem Fall eher geeignet. Es gibt viele Methoden, um den Wert einer Währung zu bestimmen. Die meisten davon sind mathematisch und komplex. Ich versuche dir mal ganz einfach die Logik hinter diesen Methoden zu erklären. Euro- und Dollarscheine sind eigentlich nur Papier und die Produktionskosten, zum Beispiel von einem 500-Euro-Schein, betragen wahrscheinlich wenige Cent. Was gewährleistet aber den Wert des Euros? Nun ja, der Euro ist die offizielle Währung der Eurozone. Per Gesetz ist jeder Europäer, der in einem Land in der Währungsunion lebt, verpflichtet, seine Käufe in Euro zu tätigen. Dies sorgt bereits für eine enorme Nachfrage nach dem Euro. Außerdem werden in diesen Euro-Ländern Güter produziert, die unter anderem an Nicht-Euro-Länder verkauft werden. Deswegen führt der Export von Gütern zu einer weiteren Nachfrage nach dem Euro. Denn entweder bezahlt der Kunde zum Beispiel aus den USA direkt in Euro und muss Dollar verkaufen und Euro kaufen, oder der Kunde bezahlt in seiner Heimatwährung. Im zweiten Fall wechselt dann das europäische Unternehmen die Dollarerträge in Euro. In beiden Fällen wird ein bestimmter Betrag von Dollar verkauft und Euro gekauft. Und als letzte Wertkomponente halten viele ausländische Zentralbanken den Euro als Währungsreserve. Oder Einzelpersonen und Unternehmen halten Euros als eine Art Investition. Ganz allgemein gesprochen bilden diese drei Komponenten den intrinsischen Wert einer Währung. Wie können wir jetzt dieses Modell auf Kryptowährungen anwenden? Bitcoin zum Beispiel ist ja nirgendwo ein gesetzliches Zahlungsmittel und entsprechend gibt es keine gesicherte Nachfrage nach dieser Währung. Denken wir mal etwas genauer nach. Bitcoin hat ein tägliches Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar. Es ist offensichtlich, dass der Großteil dieses Handels Spekulationsgeschäfte sind und keinen Beitrag zum intrinsischen Wert leisten. Aber wo wird Bitcoin zum realen Kauf von irgendetwas benutzt?
Unabhängig von der moralischen Komponente hat Bitcoin eine ziemlich solide und sichere Nachfrage im Deep Web oder Darknet. Natürlich gibt es keine verlässlichen Zahlen bezüglich des Volumens, aber ich bin zum Beispiel auf das Bitcoin-Volumen von einigen Handelsplätzen im Darknet gestoßen. Diese fünf Märkte hatten 2014 ein Gesamthandelsvolumen von ca. 200 Millionen US-Dollar. Heute sind die Volumina wahrscheinlich etwas höher. Es ist aber unmöglich, einen Überblick über das gesamte Handelsvolumen im Darknet zu bekommen. Wir sollten einfach festhalten, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero im Darknet stark genutzt werden. Eine weitere reale Nachfrage nach Bitcoin besteht in der Kryptowelt selber. Um andere Kryptowährungen zu kaufen, muss man meistens als erstes Bitcoin kaufen. Außerdem gilt Bitcoin als Flaggschiff der Kryptowährungen und viele Investmentfonds kaufen im Rahmen ihrer Diversifikationsstrategie einen kleinen Anteil an Bitcoin. Käufe von realen Gütern sind auch schon da, aber eher die Ausnahme. Man kann in einigen Cafés und Online-Shops bereits mit Bitcoin bezahlen. Es ist aber zu erwarten, dass dies in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, falls natürlich kein Verbot von staatlicher Seite kommt. Aufgrund dieser Gründe bin ich der Meinung, dass Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Neo, EOS und IOTA einen intrinsischen Wert vorweisen. Dieser ist aber natürlich viel niedriger als die aktuellen Marktkapitalisierungen und Preise. Kommen wir jetzt zu meinen Empfehlungen. Fangen wir mit den Aktieninvestoren an. Ich bin der Meinung, dass jeder einen kleinen Anteil an Kryptowährungen halten sollte. Wenn du zum Beispiel ein ETF-Portfolio mit einem Volumen von 5000 Euro hast, kannst du ja 200 bis 300 Euro in Bitcoin oder Ethereum investieren. Dadurch erzielst du einen sehr guten Diversifikationseffekt, denn Kryptowährungen sind negativ mit Aktien korreliert und du hast dann eine Chance auf große Kursgewinne. Du solltest auf keinen Fall mehr als 10% deines Aktien- oder ETF-Portfolio-Wertes investieren. Und ein Totalverlust sollte deine Lebensqualität nicht beeinträchtigen, weil jeder, der in Kryptowährungen investiert, geht das Risiko eines Totalverlustes ein. Kommen wir jetzt zu meinen Empfehlungen für die Kryptoinvestoren. Es kann sein, dass du gutes Geld mit den Coins verdient hast. Wenn du jedoch mit 100% im Kryptomarkt investiert bist, dann bist du sehr stark von einem Totalverlust gefährdet. Wenn du zum Beispiel mit Kryptowährungen 50.000 Euro verdient hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du mindestens 10.000 Euro davon in der realen Welt investierst. Schau dir einfach meine Videos zum passiven Investieren in ETFs an. Den Link findest du in der Beschreibung. Und wenn du gar nicht lange recherchieren möchtest, dann empfehle ich dir Folgendes. Eröffne ein Börsendepot. Ich empfehle dir eins in meiner Videobeschreibung. Und investiere 50% von dem ausgewählten Betrag in ein MSCI World ETF und 50% in ein MSCI Emerging Markets ETF. Halte diese ETFs so lange du kannst, am besten bis zu deinem Ruhestand. Ich würde immer wieder nach großen Kursgewinnen am Kryptomarkt mindestens 20% in der realen Welt investieren, um die Gewinne einfach zu sichern und dein Risiko zu senken. So viel erstmal von mir zu diesem Thema. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, lasse bitte einen Kommentar da. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke bitte auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keines der folgenden Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video, dein Sinan Aydoğan.